Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von City Skylines Tenable. Und wenn ich mir hier die ursprüngliche erste Auffahrt bzw. Abfahrt von der Autobahn in unsere Stadt angucke, also das hat zumindest was gebracht, auch wenn die allgemeine Verkehrsflüssigkeit nicht unbedingt gestiegen ist. Also die Staus haben sich jetzt woanders hin verlagert. Hier ist immer noch, sieht immer noch sehr schlimm aus hier. Und sogar hier liegen Busse. Ist das die Schule? Ja, das ist bei der Schule. Und hier ist ein Stau. Und hier oben. Warum da? Wer ist hier unterwegs? Hier sind jede Menge Busse unterwegs. Ach so, das sind die ganzen Schulbusse. Hier auch wieder fehlende Waren, aber tja. Sollten wir die Busse vielleicht durch Metros ersetzen? Wäre das eine gute Idee? Wir könnten hier eine Metrostation bauen, direkt bei der Schule. Oder am besten hier zwischen den beiden. Dafür müssten wir ein Stück vom Park opfern. Weil das hier ist ja furchtbar. Guckt euch das an. Ich meine, so sehen Städte aus, oder? Verkehrsmäßig. So halbflüssig hier. Diese Kreuzung ist ein Problem. Vielleicht bauen wir hier oder hier oder vielleicht bauen wir hier einen großen Kreisverkehr, der über beides geht. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Hier ist schon ein Kreisverkehr, das bringt nichts, hier noch was zu machen. Ah, hier werden langsam. Ich glaube, wir kriegen zu wenig Fische. Wir müssen vielleicht doch noch ein paar Fischereien bauen. Frage ist, wo? Ist am besten ja hier, aber wir können uns kein neues Gebiet leisten. Und dann passt hier wahrscheinlich nichts hin. Oder können wir hier Fischereien hin? Ich nehme mal hier die Bunker ein Stück weg. Wäre das auch nur im richtigen Leben so einfach. So, schauen wir mal. Hier könnten wir einen hinpacken, also und hier auch. Wir können die Uni wieder verbessern hier mit einem IT-Club und Berufsschul Festsaal und so in solchen Sachen. Das machen wir mal eben, bevor das wieder verschwindet, weil unsere Stadt schrumpft aus irgendwelchen ominösen Gründen. Berufsschulstatue 1, die kommt hier hin. Berufsschulfestsaal, der kommt hin, wohin passt, hier zum Beispiel. IT-Club, der passt hier oben hin, sehr gut. Was ist das? Berufsschulbibliothek. Können wir hier auch an den zentralen Platz packen. Und die anderen haben wir schon. Können wir hier, ja. Tourismusfakultät, das passt doch hier rein. Das passt wie die Faust auf das sprichwörtliche Auge. So. Das sieht ja schon langsam nach einem richtigen Campus aus. So, was brauchen wir für die nächste? Für die nächste brauchen wir noch mehr Attraktivität. 30 brauchen wir noch.
Wir brauchen 300 Studenten und wir brauchen noch drei weitere akademische Werke. So, was bauen wir denn hier noch rein? Wir könnten noch ein paar. Wohnheim bauen. Das ist jetzt an der Hauptstraße, aber was soll's, sie werden sich schon nicht besoffen überfahren lassen, die Studenten, die trinken meistens verantwortungsbewusst, die Studenten. Meistens sorgt nur. Ach, verdammt. So. Das sollte reichen. Ja, das reicht. Gut. Oh je. Kommen wieder die Beerdigungsinstitute nicht durch. Ist ja schön, dass hier kleine Fachwerkhäuser sind, aber warum ist hier hinten auf dem Grundstück gar nichts? Nicht genügend Verkaufswaren. Wo sind denn die nächsten? Ja, das ist vielleicht ein bisschen weit weg. Bauen wir hier mal einen Friedhof hin. So. Und Krematorium dabei. So. Das hilft hoffentlich. Ja, die können da eigentlich relativ gut hin. So, was machen wir jetzt hier mit diesen ganzen Kreuzungen? Haben wir hier schon Vorfahrtsstraße draus gemacht? Ich hoffe. Nein. Machen wir hier mal überall Vorfahrtsstraßen, dann sollte der Verkehrsfluss. Was soll das denn? Warum ist das hier? Das denn für eine Idee? So. Siehst du, die haben die richtige Idee hier. Hier ist auch schon Vorfahrtsstraße. Hier auch. Hier ist ein Stoppschild. Okay. Und hier ist Vorfahrtsstraße. So. So. Hat das was geholfen? Oha. Nicht wirklich. Hier oben ist auch Stau. Das ist schwierig. So. Machen wir ein Stoppschild. Hier bleibt mal rechts vor links, hier auch. So, hoffen wir, dass das hilft. Also zumindest die Straße sieht schon ein bisschen weniger schlimm aus jetzt. Naja, ist nicht mehr so tiefrot. Was ist das hier eigentlich? Was soll das? Hier ist das Busdepot, darum ist hier so viel Verkehr.
Darum ist hier so viel Verkehr. Wo können wir das Busdepot mal hinlegen? Wo nicht so viel Verkehr ist. Hier am Bahnhof erstaunlicherweise. Das mal hier hin. Padadadam. So. Hier ist dann auch nichts anderes. Das sollte diese Stelle entlasten. Die wollen alle hier raus, aber wenn die hier raus sind, dann wird es hier oben hoffentlich leerer. Was wir auch machen könnten, ist hier, falls das nicht hilft, die Straße noch ein Stück breiter machen. Obwohl. Hier gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten, nur die zwei Möglichkeiten, wie die abbiegen können in der Jahnstraße. Rosenburger Weg macht mir noch Sorgen. Weil das sieht alles nicht schön aus und der hier, die werden krank wegen Lärmbelästigung. Wie man das halt so hat. Wir haben immer noch zu wenig Waren und aber das täusche ich mich oder sieht das schon besser aus hier? Nicht wirklich und dann brennt hier auch noch ein Haus. Und hier ist Müll. Oh ja, hier der Zopf ist auch eine blöde Idee gewesen, scheinbar. So mittendrin. Im dicht besiedelten. Vielleicht bauen wir den hier hin. Bei dem Busdepot in der Nähe. Ist die Frage, ob er dann die Haltestellen mitnimmt. Aber vielleicht sollten wir alle Buslinien mal löschen und neue Buslinien zuweisen. Vielleicht hilft das schon. Weil ein nicht unbeträchtlicher Teil hier des Verkehrs, obwohl hier geht's, hier sind keine Busse. Ich meine, da sind auch Busse bei. So, auf dieser Seite haben wir jetzt schon fast genug Waren. Auf dieser Seite hapert es noch ein bisschen. Aber es sieht schon deutlich besser aus, als wir das gebastelt haben hier, das Gebiet. Und hier Fisch. Fischverkäufe letzte Woche 70, Touristen letzte Woche einer. Ein Tourist. Okay, machen wir das mal. Mal gucken, werden die Buslinien überhaupt frequentiert? 2A-Buslinie, wo ist die? Wo ist die 2A-Buslinie? Die ist hier unten. Das ist cool. Die wird stark frequentiert und die brauchen wir nicht löschen, weil die führt gar nicht zu dem Zopf. 3A, wo ist wo? 3A ist hier oben. Die hat auch viele Gäste. Aber. Wo führt die hin? Hier vom Zopp zur Schule. Okay, vom Zopp zur Schule, das kriegen wir gemacht. Und die anderen beiden sind sowieso nicht so wunderbar benutzt. Also löschen wir die mal. Und die hier auch müssen wir uns noch merken von Tönnebüll direkt Tönnebüll Zentrum nach. Zum Schulzentrum hinten. Baue ich das direkt hier hin? Oder mache ich da noch so einen kleinen Einbahnkreisel damit? Oha!
einen kleinen Einbahnkreisel, damit die hier ein bisschen Spiel haben zum Einfahren. So. Machen wir das mal und dann bauen wir hier in der Mitte, haben wir hier eine andere Sorte, Einbahnstraße, ja. Bauen wir hier sowas hin, damit wir hier Fußgängerüberwege haben, weil wir schlau sind und dann können wir nämlich hier mit den Fußwegen so einen Übergang bauen zu diesem Weg, ist schon mal prima. So, und haben wir hier noch einen anderen Fußweg? Hier haben wir einen, aber hier gibt es keinen Übergang zum... Ich meine, wir könnten hier sogar direkt über die Brücke, dann könnten die hier zu Fuß zum Zopf laufen. So, müssen wir das aber ausschalten hier. So. Das wäre schon mal gar nicht schlecht. Und dann bräuchten wir hier noch einen Weg durch. Okay. So. Jetzt haben wir hier nur noch die eine Linie, ne? Die 2A-Buslinie mit einem TFNSW-Bus. Gut. Dann wollen wir mal gucken. Ach, das ist Eisenbahnlinie. Ich Idiot. Okay. So. Wo haben wir was? Wir können mal, die können wir gleich mitnehmen. Zack. Dann machen wir daraus zwei Verbindungen im Kreis, die gegenläufig führen. So. Hier zur Oper. Oh, hier ist ja auch noch ein Überlandbus, ne? Da. Hier zum Krankenhaus. Und dann hier wieder zurück. Und die führt genau in die andere Richtung. Wo geht das längs? Hier. Wo war die Krankenhausstation? Hier. Okay.
Ah ja, da können wir gar nicht rein, also machen wir das so. Und dann wieder zurück. So, jetzt haben wir zwei gegenläufige Spuren. Jetzt brauchen wir noch eine, die zu dieser Schule hier führt. Das war ja die gut frequentierte. So, und zwar machen wir das dann hier mitten durch die Querstraßen. Ja, damit da auch mal einer hin fährt, ein Bus. Ja, hier vielleicht runter, ja. Und dann. Ach so, hier sind gar keine Durchfahrten. Das ist natürlich auch gut zu wissen. Aber das habe ich ja auch absichtlich so gemacht. So, hier durch. Und dann hier hin. Und dann einfach wieder zurück den ganzen Weg. Okay, dann wollen wir mal gucken, was wir hier an Buslinien haben. Die 13. Also ein Kombibus und Teamparkbus und also den, und die Linien kriegen dann alle noch andere Farben. So, dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Die hier. In Sönnebüll fahren gar keine Busse, wa? Nach Fahrradtoft fährt auch noch keiner. Überland Busbahnhof. Eigentlich müsste ich den auch nach unten setzen hier. Der macht auch Verkehr. Ja, 65. Insgesamt noch okay. Warum sind hier so viele unterwegs? Ach so, das sind die Schulbusse. Okay. Ja, der braucht eindeutig mehr Fisch hier, das Gebäude. Man, hier könnten wir noch Fisch hinsetzen, aber der müsste dann von hier einmal ganz rüber transportiert werden. Was ist das hier? Das ist ein Lagerhof. Für kommerzielle Güter. Der bringt da drüben nicht so viel. Den machen wir mal direkt neben unsere Fischfabrik. Da bringt der, glaube ich, mehr.
Okay, das ist auch sehr nett hier. Village Hotel Remake. Am alten Leuchtturm. Ja, ich weiß nicht. Also das hier ist doch wohl nicht. Also guckt euch das an. Gefällt mir nicht. Da müssen wir uns noch was überlegen. Es ist ja im Grunde genommen ist das ja hier so eine Arterienstraße, wenn die so breit ist. Und da sollen eigentlich keine Be- und Entladungsarbeiten stattfinden. Also müsste ich die hier wieder ein Stück in die Richtung rücken und hier dann wieder eine Einbahnstraße reinmachen am besten. Wie bei den anderen. Da mitten auf der Kreuzung ist auch nicht gut. Oh, das hat doch keinen Sinn. Das hat keinen Sinn so. Okay. Fangen wir mal an mit unserer Einbahnstraße hier. So, die soll. Ach ja, jetzt ist das Taxi. Das Taxi-Ding hier. Mach mal da deine Taxis für einen Moment. So. So. Und dann machen wir erstmal so eine. Mal gucken, ob wir die dann nachher noch verbreitern können. Aber jetzt muss die erstmal reichen hier. Und dann können wir das hier jetzt gerade nicht hin tun, aber hier vielleicht. Mal gucken, ob das jetzt besser klappt. Naja. Immer noch ein bisschen chaotisch aus hier. Aber jetzt können zumindest die, auf die einfach nur hier durchfahren wollen, die brauchen jetzt nicht am Bahnhof längs und hinter irgendwelchen B- und entladenden Fahrzeugen stehen. Das ist jetzt das vierte oder fünfte Mal, dass ich hier diese Straße ändere. Aha, da geht nicht, weil wahrscheinlich. Oh nein! Ich habe die Fabrik kaputt gemacht. Das wollte ich nicht. Ist noch ein Baudenkmal. So. So, ist einmal diese Ecke im Weg hier. Und vielleicht. Nee. Der Taxistand ist gar nicht im Weg, nur diese Ecke. Gucken wir mal, ob wir die Straße subtil nach unten quetschen können. Ja, geht. Und jetzt können wir sie wieder
hier hinholen. Also das sieht schon deutlich besser aus, sage ich jetzt mal so. Aber wie es halt immer so ist, wir scheinen den Stau nur verlagert zu haben. Hier oben ist jetzt wieder Stau, warum auch immer. Ich meine, was wollen die hier? Warum fahren die hier rein? Ich verstehe das nicht. Ist nichts zum Beladen oder Entladen. Hier ist nur Wohngebiet. Hier ist sonst nichts in Tönning. Okay, wir machen mal hier, weiten dieses Gebiet auf diese Straße auf. So, und auf unser Solarkraftwerk. Da sagen wir jetzt einfach mal, das wäre Ockholm. Und hier oben in Tönning bestimmen wir mal Richtlinien. Und zwar Stadtplanung, Verbot für starken Verkehr. Haben wir Lastwagenverbot oder so? Kein lauter Lärm in der Nacht. Auf Freizeit spezialisierte Gebiete sind über Nacht geschlossen. Förderung des Fahrradfahrens können wir hier machen. Altstadt, naja, Altstadt stimmt nur auch nicht wirklich. So. So, jetzt haben wir zumindest den Verkehr hier gefixt. Jetzt stehen die hier alle im Rosenburger Weg. Aber dazu haben wir hier ja auch die breite Straße gemacht, dass sie hier stehen. Und das hier, ja, haben wir ein bisschen repariert jetzt, die Ecke. Aber die Verkehrsflüssigkeit insgesamt sinkt. Warum sind die hier oben immer noch? Das verstehe ich nicht. Ich habe den Busbahnhof hier weggemacht. Die stehen hier immer noch dumm rum. Wir könnten die Straße hier verbinden mit der Straße hier. Was wir aber auch machen könnten, ist, wir können hier einfach einen Fahrradweg bauen zwischen diesen beiden Gebieten. Sagen wir mal von hier nach da. So. Okay. Es fehlen weiterhin. Wie sieht es hier aus? Hier sieht es gut aus. Es fehlen weiterhin Waren und es fehlen Wohngebiete und kommerzielle Gebiete, während die Waren fehlen. Also das, während hier Gebäude freistehen, werden weitere neue kommerzielle Gebiete gesucht. Ich bräuchte Industriegebiete für die Waren, aber ich habe keinen Bedarf an Industriegebieten. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert insgesamt zusammen. Aber das ist halt, wie es ist. Vielleicht, wenn wir die Offices löschen, vielleicht wäre das eine Idee. Brauchen wir die Offices wirklich? Ich meine, ein paar sind belegt und die funktionieren auch ohne Probleme. Aber die sorgen halt dafür, dass ich weniger Industrie haben kann, ne? Naja, kümmern wir uns darum beim nächsten Mal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wie immer drückt den Like-Button.
Abonniert diesen Kanal und möglicherweise könntet ihr auch einen Kommentar schreiben, wenn ihr das Patentrezept habt, wie die Waren von A nach B kommen, beziehungsweise wo die Waren überhaupt erst herkommen sollen hier. Ja, das ist schön. Okay, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.